Kennen Sie die Mutter Teresa von Lateinamerika? Wenn Sie sie kennenlernen wollen, dann sollten Sie dieses Buch lesen. Das Geheimnis ist immer die Liebe von Schwester Caroline Mayer. Sie stammt aus Bayern und ist 1968 nach Chile gegangen und lebt immer noch dort, in der Hauptstadt Santiago. Eigentlich sollte sie in den reichen Vierteln arbeiten, das hatte der Orden so für sie vorgesehen, aber sie hat eine Berufung gespürt, sich den Armen zuzuwenden. Und allen Widerständen zum Trotz ist sie dabei geblieben. Sie hat sogar ihren Orden verlassen, eine eigene Gemeinschaft gegründet und lebt immer noch in Chile bei den Ärmsten der Armen. Sie hat eine Stiftung gegründet, die diese Menschen unterstützt und die auch in anderen Ländern, Peru und in Bolivien, tätig ist. Aber nicht nur um das Leben und das Lebenswerk dieser außergewöhnlichen geistlichen Frau kennenzulernen, lohnt es sich, dieses Buch zu lesen. Auch um Politik, Wirtschaft, Geschichte Chiles kennenzulernen, besonders in den 60er, 70er, 80er Jahren, bis heute lohnt es sich wirklich, einen Blick in dieses Buch zu werfen. Caroline Mayer war bekannt mit Präsident Allende, aber auch mit dem Diktator Pinochet. Und sie hat beide persönlich getroffen und kann viel aus dieser Zeit erzählen. Aber noch mehr als von diesen Personen, von den Ängsten und von den persönlichen Schwierigkeiten der einfachen Leute bis in die heutige Zeit hinein. Es ist aber auch gewinnbringend, etwas in diesem Buch zu schmökern, weil es den geistlichen Weg dieser Frau zeigt und so auch für das eigene geistliche Leben ein Gewinn sein kann. Und deswegen lege ich Ihnen dieses Buch ans Herz.